Schön. Ja, dann fahre ich da mal hin. Gut, mit dem Auto wird es so lange dauern. Steht doch nicht im Weg. So. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Digga, was macht der? Wow. Alter. Das war jetzt nicht gut. Wo fährt das ADAC? Ja, weiß ich nicht. Perfekt. Aber der eine stand einfach so weit drüben, Alter. Ich weiß, das ist Rettungsgasse, da rast man nicht durch. Das waren 80. Das ist zu schnell. Ja, auf jeden Fall. Ich zieh mal schnell meinen Rest an. Und zwar dort in dem Mercedes ist eine Person. Wir warten aber auf den Notarzt, weil wir wollen ja nichts falsch machen. Ja, ja. Fährst du dein Auto ein bisschen mehr an den Rand? Weil dann kann hier die Feuerwehr dann noch stehen. Kannst du zur Absicherung da hinten hinfahren, wo der Stau anfängt? Ja, kann ich machen. Danke. Die Herren, sie sollten vielleicht absperren. Ja, er macht gerade schon. Ah, okay. Gut, also ist da noch jemand in den Autos? Ja, wir warten gerade auf den Notarzt. Sie warten auf die Feuerwehr und Notarzt und so, okay, gut. Ja. Dann warte ich hier mal bei meinem Auto da vorne. Ja, das wäre gut. Was fährt da vorne? Ja. Ja, sie müssen halt. Ich schau mal, ob die Person ansprechbar ist. Ja, die hat. Hallo, der Herr? Hallo, du Hurensohn? Digga. Oh, der ist ansprechbar. Wir brauchen sofort den Notarzt. Ja, sind ja. Hört man schon. Sind auf dem Weg. Ja, gut. Ich park weg. Ich fahr auch ein Stück weg. Ich will mit rüber. Na, da hinten ist kein Platz, weil da muss gleich die Feuerwehr stehen. Weil da drüben ist noch eine Person, deswegen. Hallo, Kollege. Hallo. Soll ich einen abfeuern, damit die wissen, wo wir sind? Ne, die wissen schon, wo wir sind. Alles okay. Gut. Ja. Sind Sie Simons? Sie wissen, das ist der Bundespolizeichef, ja. Ja, ich wollte mit Ihnen eine reden gleich. Natürlich, nach dem Fall, aber mit der erst, okay? Ja, ja, weil das ist wichtiger. Hier rechts in dem Auto in meinem Mercedes. Hier rechts im Mercedes. Jetzt einmal ganz kurz leise. Wir haben hier einen sehr schweren Unfall mit mindestens 5 involvierten Fahrzeugen. Man kann gar gefühlt nichts sehen. Sagen Sie Ihren Kollegen, dass Sie langsam durch die Rettungsgasse fahren sollen. Vielleicht bewegen sich die Autofahrer.
gehst du ein bisschen an die Seite, bevor die dich umfahren. Ja. Da vorne rechts, bei dem Auto da vorne rechts, bitte. Das ist... Ja, Herr Rettungsdienst, Herr Rettungsdienst. Stell mich am besten hin. Wir haben eine unansprechbare Person in dem Auto liegen, hinter dem Bus. Helfen Sie da bitte, das ist mein Kumpel. Auf die Feuerwarten. Die ist schon da, da hinten. Die ist schon da, die ist auf der anderen Seite. Kann sein, das ist mein Homie, Mann, retten Sie den. Kann sein, dass sie schreien will, kann sie den auch noch hören. Feuerwehr ist da. Nein, ich sag's. Sein Auto quallen, bitte beeilen Sie sich. Jo, Homie, ich weiß, dass du mich nicht hörst, ich glaube es. Digga, ich hoffe, du belebst, Mann. Dann kannst du mir ein bisschen Geld geben. Jo, positiv, einer ist in einem Mercedes, der liegt auf dem Dach. Augen gefroren, hätte ich nicht. Hallo, verstehen Sie mich? Herr Officer. Herr Polizist, ja. Darf ich schon ein paar Autos da hinten wegräumen, dass sie ein bisschen freie Unfallflächen haben? Oder gerne. Sie bei Ihnen ja, haben Sie schon alles aufdokumentiert und Kamera und so und so? Nö, das nicht ja, dann so sollten richtig. Sie das vielleicht machen, okay. Nö. Hallo, können Sie mir schon irgendwas sagen? Eine Person ist in der Mercedes, ich auf dem Dach, wir versuchen die jetzt da rauszuholen. Mehr kann ich auch noch nicht sagen, ja? Okay. PA brauchen wir, oder? Brauchen wir? Ihr müsst dringend das Auto einmal aufmachen. Hallöchen. Hallo, Tag. Hast du nicht auch so eine Warnweste hier? Würde ich empfehlen, die hier anzuziehen. Ja, über den Finger. Hab ich jetzt leider nicht angezogen. Achso, ja, weil da rechts ist noch eine drin im Auto, im Fahrzeug. Und dann über Finger rein. Ah, okay. Erstmal nicht in die Nähe gehen, der schickert uns auf, bevor wir da auch noch was abbekommen. Ja. ich versuch mal mit dem Erdbeben. Geh weg an der Fall, wenn man auch schon ist. Nee, lass das mal. Wir brauchen Platz. Der Erdbeben ist aber ein bisschen schon ein paar Meter weg warten. Ach, die Person ist draußen, Achtung, geh mal ein Stück zur Seite, wir tun den erstmal von dem Auto weg. Wir müssen erstmal vom Auto weg. Mann, ich rutsche mich mit der aus. Sonst holen Sie eine Trage. Marco! Ja? Du musst wieder mit dem Anfang. Und dann wieder Jacke? Wieder auf die Jacke rauf, tut mir. Ja. Jetzt hat's geklappt. Ja. Richtig. Komm mit dir nicht, ja? Ja. Ich will genau, komm mit. Hallo! Hier. So, wir helfen der Person immer, okay? Darauf. Ja, wir helfen immer hoch. So. So. Und. Auf. Ja, warte, ich gehe rüber. Zieh ich sie mit. Ist ganz schön schwer, die Person. Ja. Ich hole mal auf dem RTW ein Medikament, dass die Person aufwachen könnte. Okay. Ich kann nicht versichern, die muss definitiv ins Krankenhaus. Verstanden. Person ist wach. Na toll, jetzt sind wir weg. Hast du alleine geschafft, Kollege. Hast du gut gemacht. Rettungsdienst. Person ist anscheinend wach. Ich schiebe mal die Frage zu euch. Weiß nicht, wie das geht. So, hier ist auch niemand mehr gut. Boah, was eine Scheiße. So.
Wie sieht's aus? Haben wir noch irgendwo Leute drinne? Nee, aber ich würde noch einmal kurz die Tür auf dem. Ja. Wir haben da noch ein qualmendes Fahrzeug hinter uns, da und halt hier. Ja, der Bus ist noch an. RTW, dann bitte einmal mit der Person abfahren ins Krankenhaus. Einfach die Autobahn weiter runterfahren, einmal umdrehen. Das kann nichts am Haken. Okay, weil beim Haken, der Haken ist bei mir ganz weiter hin. Ja, auch. Bei mir auch. Der ist ein langer Haken. Ja, ich weiß, mein langer Haken ist lang. Aber jetzt gehen Sie mal kurz aufs Seite, bitte. Ah, der ADAC gibt mir Befehle. Ja? Alter. Das ist ganz komisch. Ich glaube, ich reib mich da mal lieber raus. Ja. Ich hab damit nichts zu tun. Ja. Ah, jetzt funktioniert's. Ich hab jetzt einen da vorne aufgelassen, weil der ADAC, da kommt jetzt ein paar Mal nochmal. Ja. Weil das bringt nichts, wenn wir die ganze Zeit auf und zu machen. Ja, da unten brauchst du eigentlich gar nicht abschwören, weil von da kommt ja eigentlich keiner. Eigentlich außer nicht, aber... Fahrer, deswegen. Ja, deswegen gehen wir lieber nach dem Weltversuch. Du weißt ja nie, was passieren kann. Ja. Und da kommt der ADAC-Zähler wieder. Ja. Ich glaube, der hat noch länger zu tun. Ja. Was macht der da? So, aus an die weiteren Polizisten, und zwar am Ende ist hier alles gesichert. Also eine Streife könnte auf jeden Fall wieder abrücken, weil jetzt muss der ja nur noch es wegräumen. Ich würde das dann auf jeden Fall noch absichern. Gut, dann rückt dann, ja, okay. Also ihr könnt eigentlich alle abrücken, ich mach das. Gut, dann rücken wir da wieder ab. Verstanden. Sie müssen mal kurz weg, dann schlage ich sie aus Versehen. Ich glaube, ich kann nicht mehr drin. Keiner mehr drin im Aspekt. Das war's eigentlich, glaube ich. Wie sieht's aus mit dem LKW davon? Ich glaube, der gehört zum ADAC, soweit ich weiß. Der hier links. Negativ, der gehört nicht zum ADAC, der steht gut, dort einfach nur rum. Der hat das Rohr nicht eingeschlagen. Ja, der muss auch abgeschleppt werden. Dann ja, aber keine Gefahr. Können Sie den LKW zuerst abschleppen? Jo, da muss ich aber einen größeren Abschlepper holen. Ja, der gut, dann schleppen Sie erstmal. Ja, probieren Sie aber, wenn es nicht geht, machen Sie die anderen Autos. Ja, R6 könnte jetzt eigentlich umgedreht werden, ja. Okay, dann versuche ich mal mit meinen starken Muskeln was. Oh, warte, ich helfe mit. Dankeschön. Danke. Ich mach mal die Motorhaube auf kurz. Achtung. Ich zieh ganz kurz die Batterie ab. Nein, das ist zu viel Qual. Marco, hol dir mal kurz am ja, ich hol.
Feuerwehrmann, Herr Feuerwehrmann, Herr Feuerwehrmann. Ihr Kollege ist gerade von der Brücke gefallen. Schauen Sie hier runter. Wie? Ihr Kollege ist runtergefallen. Was? Da unten liegt Ihr Kollege. Sehen Sie Ihren Kollegen da unten? Nö. Hä? Nein, ich sehe ihn. Doch, da drüben liegt er. Der ist RTW sofort zur Brücke kommen. RTW sofort zur Brücke kommen. Der liegt da unten. Ja. Kann ich den Wagen da hinten abschleppen? Den Audi können Sie auf jeden Fall abschleppen. Gut, danke schön. Marco, du managest das ganze. Marco, warte kurz. Du managest hier, ich nehme den Cardio. Wie bitte? Pass sie auf. Das ist jetzt nicht gut. Die anderen Fahrzeuge, ich weiß nicht, die in der Rettung stehen da. Die da hinten, ich werde warten, bis die alle abgeflossen sind. Also können Sie bitte noch warten, bis der die verunfallten Fahrzeuge abgeschleppt hat? Ich warte auf jeden Fall, ja. Okay, weil der Kollege kommt hier jetzt auch nochmal. Die Fahrzeuge in der Rettungssache sind alle perfekt. Also da gut. Könnt ihr das Licht da wegmachen? Ich störe mich ein bisschen. Das ist ja, Licht. Weg, das Licht da rechts. Ist da am Boden. Das hier. Ich kann das nicht wegmachen, deswegen. Sonst schiebt das einfach. So der Kollege hat es dahingestellt, deswegen. Ja, einfach wegschieben. Wird schon irgendwann aufgenommen von der Autobahnmasche, aber. Ja, ich glaube, guck mal, hier wird das nicht mehr. Ja, hier nervt es gar nicht. So, warten Sie, wollen Sie uns erstmal den Bus abschleppen, weil dann drehe ich, versuche ich auch noch das mit dem Feuerwehrmann das Auto umzudrehen. Jo, der Bus ist etwas schwieriger, aber... Okay. Der Feuerwehrmann, kannst du einmal bitte kommen? Komm schon mal auf die andere Seite, wir drehen den Wagen jetzt nochmal um. Da freue ich natürlich ihre Manpower nochmal. Rücken. Und los! Ja gut, komm, nochmal. 1, 2, 1. Perfekt. Dankeschön. Au. Alles gut? Ja. Das ist aber eine Tuningmaschine. Ich glaube, da muss ich mal gucken, ob da keine illegalen Motorteile verbaut sind. Glauben Sie, wenn der bremst, der Mechaniker, dass der Bus ihm hinten drauf poppelt? Ich weiß nicht, ich glaube, der bremst selber ganz schön doll. Also ich höre schon dieses Reden von uns vom RTW. Ja, höre ich auch schon, ist hochgefahren. Ich hoffe mal, dass sie nicht wie gerade eben falsch. Ah, der kommt von da oben. Hallo? Einmal durchfahren, bis nach da hinten und wieder umdrehen. Hier, da, wo das Feuerwehrauto da drunter. Unten runter. Ja, warum ist ihre Tür auf? Marc, kommst du mit? Ich bleib noch hier oben. Der Kollege ist unten. Ja, ich muss weiter. Ja, fahr einfach hier die Autobahn runter und dann links umdrehen. Ey, diese Drucklufthörner sind so laut. Können Sie vielleicht das weiße Licht von Ihrem Fahrzeug? Ja, mach ich. Das stört. Das ist bei mir sehr hell. Das ist ein bisschen sehr, sehr hell. Ja, ich denke mal, sie können eigentlich abrücken jetzt. Ja, ich warte noch, bis der abgeschleppt ist und dann kann ich die Straße freigeben. Oder sie machen das. Oder das werde ich machen. Ja, der ein Kollege ist im Weasel Newswagen ein bisschen draufgefahren. Ja, und dann ist der Weasel Newswagen, glaube ich, dem raufgefahren. Aber. Ja, aber. Ja, gut, das können die können ja dann zur Polizei fahren und ja. Schau, da steht sogar Achtung Unfall drauf, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Gut, dann können wir abrücken. Das
danke ich Ihnen hier für Ihre Arbeit. Kein Problem. Schönen Tag noch. An alle, Sie können jetzt weiterfahren, sobald das Feuerwehrauto weg ist. An alle, Sie können weiterfahren, wenn das Feuerwehrauto weg ist. Was steht denn das hinten von dem Auto vom Kollegen? Oh, der Arme! Moin. Du kannst die beiden Spuren wieder freigeben. Ja, aber trotzdem noch auf einer oder linker Spur stehen, also ganz am Rand, und lass das Blaulicht an, damit der Verkehr beruhigt wird. Hast du hier vorhin noch die Barrieren aufgestellt, die hier rechts? Negativ, hab ich nicht. Weil irgendjemand hat die aufgestellt, ich kann die nicht wegmachen. Kannst du gar keine davon wegmachen? Ja, die zwei linken schon. Ich kann die nicht wegmachen. Ah, du kannst sie wegmachen. Die da, aber die da geht glaube ich nicht. Ah, doch, läuft. Perfekt. Dann bleibst du hier an einer Seite stehen und lässt noch das Blaulicht an. Ja. Perfekt.